ZSL 1CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Was war das für ein Wahnsinns-Fight gestern Abend in Genf? ZSC1 haben in Extremis den Match noch gekehrt und nach Verlängerung auch gewonnen. Und heute, knapp 20 Stunden später, kommt es schon wieder zum Spiel ZSC gegen Servette. Die Frage ist, wie frisch sind die Beine noch? Wer hat die stärkere Physis? Es wird Antworten geben heute beim Nachmittagsspiel hier im Hallenstadion. ZSC1 Kids Day Retro-Spiel ZSC gegen Servette jetzt. Siebzehnte Spielminute, ZSC 1 geht 1:0 in Führung. Der Patrick Gehring schiesst und der Moritz Traxler lenkt den Böck noch ab. Servette Genf hat zwischenzeitlich ausgleichen, aber der Ryan Shannon macht die doppelte Überzahl in der 27. Minute, das 2:1. Die Lions führen wieder. Nur knappe Minuten nach dem 2:1, auch schon das 3:1. Es trifft Roman Wick. Ja. 37. Spielminute, wieder der Roman Wick. Jetzt steht es 4:1 für Zürich. Es ist der Nachmittag von Roman Wick. Er trifft schon wieder sein dritter persönlicher Goal. 39. Minute, neuer Spielstand, ZSC 5, Servette 1. Ja, Roman Wick, 5:1 heute. Gestern der Match noch gekehrt in Extremis auch, dank dir. Irgendwie war das ein gutes Wochenende für dich gegen Servette Genf und mit diesen drei Goals heute sowieso noch. Ja, also gestern, also wir haben heute um einiges besser gespielt als gestern, das kann man ganz klar sagen. Gestern haben wir uns mit Not noch irgendwie in Verlängerung gerettet und ja, haben dann können gewinnen. Und heute habe ich das Gefühl, haben wir von Anfang an bis zum Schluss eine gute Leistung gezeigt. Du bist in einer unglaublichen Form schon. Wo kommt das her? Hast du irgendwie besonders trainiert in der letzten Zeit oder hast du irgendwie etwas Neues entdeckt, das dich heiß macht? Nein, ich sage allgemein, es sind ein bisschen die neuen Konstellationen, die wir in der Mannschaft haben. Und ich meine, bei einem Goal muss ich nur noch reinschieben, sonst ein hervorragender Pass. Und einmal, als ich allein komme, wollte ich eigentlich oben rechts schiessen. Also es geht, manchmal, ist es ein bisschen, manchmal braucht man ein bisschen Glück und ja, es tut sicher gut als Stürmer. Und der Zuschauer heute war auch der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Dem wird es wahrscheinlich ein bisschen weh gemacht haben, zu sehen, wie gut dass du drauf bist und dass du nicht für die Nazis spielst. Ja, ist halt so. Moritz Traxler, 5:1 gegen Servette. Gratulieren, das war ein grossartiger Match. Ich habe gestaunt, wie ich gehen konnte. Keine Mühe dabei gehabt. Wir hatten ja nur 20 Stunden Pause dazwischen. Ja, nein, ist eigentlich gegangen. Das erste Drittel ist... haben wir sie ein bisschen, ja, schon ein bisschen dominieren können. Danach sind auch Goal gefallen im zweiten Drittel und das hilft natürlich für Bayern. Du hast heute dein erstes Goal geschossen in dieser Saison. Ist ja nicht unbedingt deine Kernkompetenz. Aber du hast es auch gerade gemacht vor den Augen des Nazi-Trainers, der heute da ist. Ist das dann besonders schön? Nein, nein. Das hat,
Das habe ich gar nicht gewusst und das ist dann wirklich wichtig. Aber ja, ich bin froh, dass man reingekommen ist und mal schauen, ob es so weitergeht. Mal aber ich glaube, es ist mal gut, dass wir mal 5 Goal schiessen konnten. Es ist bis jetzt nie so einfach gefallen. Wir haben so ein paar Goal Vorsprung machen und das ist gut gewesen. Kannst du vielleicht noch etwas sagen zu dem Regenerieren mit diesen 20 Stunden Pausen rum? Wie haben Sie das gemacht? Ist das ein Eisbad gewesen, gerade nach dem Spiel gestern? Oder was macht man da? Nein, ich meine, das muss jeder selber sich allein machen. Die einen gehen auslaufen, die anderen machen gar nichts, die anderen gehen nicht Massage. Es ist einfach so, schnell essen, schnell heim, gut schlafen und viel mehr kannst du gar nicht machen. Eigentlich, ja.